Teil 14. Ich bin Robin Hood. Das sieht für mich nach Zauberei aus, aber ihr scheint harmlos zu sein. Also ist es mir egal, woher ihr kommt. Ich werde euch von mir erzählen. Ich bin Robin Hood, ein Mann von adeliger Herkunft, und ich habe einst an den Kreuzzügen teilgenommen. Ich kam zurück, nur um herauszufinden, dass der Sheriff mir alles genommen hatte, was ich einst besaß. Ich bin mir sicher, dass er sogar meinen Tod geplant hat, aber er scheiterte. Ich beschloss, dem Volk zu helfen und alles für den rechtmäßigen Herrscher, König Richard, vorzubereiten. Ich stehle von den Reichen und gebe den Armen. Das sind meine Anhänger und die Leute nennen sie fröhliche Gefährten, erklärte Robin. Wow, Sie sind wirklich mutig, Robin Hood, sagte Finn. Oh, ich habe manchmal Angst, aber ich lasse mich nie davon aufhalten. Ah, da ist die schöne Maid Marian, die Liebe meines Lebens, sagte Robin, als eine schöne Frau auf ihn zukam. Wer ist das, Robin? Fragte Marian. Besucher von einem Ort, den wir nicht kennen. Sie sind in Ordnung, sagte Robin lächelnd. Ed, Finn und Haley blieben noch etwas länger und erfuhren mehr über Robin Hood und seine Gefährten. Wir müssen gehen, Leute, sagte Finn nach einer Weile. Ja, ich habe das Gefühl, dass wir hier schon seit Jahren sind, sagte Haley,